Rosengarten fand am 12. Juli 2024 der Sommerempfang der Stadtverwaltung Zweibrücken sowie ihrer städtischen Töchter Umwelt- und Servicebetriebe, Stadtwerke und Gewobau und der Bundeswehr statt. Unter den Referenten waren Oberbürgermeister Marold Vosnitzer, Nikolai Zöller, Leiter der Polizeiinspektion Zweibrücken und Oberstleutnant Oliver Henkel vom Fallschirmjägerregiment 26. In seinen Ausführungen lobte Vosnitzer die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Institutionen und betonte die Bedeutung der Sicherheit in der Stadt. Zöller berichtete über die aktuellen Entwicklungen in der Polizeiarbeit, während Henkel Einblicke in die Aufgaben des Fallschirmjägerregiments gab. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und bot den Gästen eine informative und unterhaltsame Gelegenheit zum Austausch. Kann zum Schluss alles chemisch verwendet werden. Ja, ja.